Grüezi miteinander, mein Name ist Stefan Gautschi, ich bin CTO von Inseya und stelle euch am Beispiel von SentinelOne XDR Framework vor. Extended Detection und Response. Nach dem NIST-Standard wird folgende Themen können abdecken. Im Zentrum steht Prevention and Control. Das heisst, wir wollen einen aktiven Schutz, der zum Zeitpunkt eines Angriffs oder eines Incident sofort kann in Realtime das Problem abwehren und schauen, dass der Betrieb, der produktive Betrieb, nicht gestört wird. Zu diesem Zweck tut SentinelOne alle gängigen Feeds benutzen und mit, also die Intelligence Enrichment Funktion ESOR integrieren, damit die kundenspezifischen Use Cases und Runbooks optimal funktionieren. Es wird ein patentiertes Storyline Protection Prozess Schema verwendet, wo Artificial Intelligence zusammen mit menschlicher Intelligenz kombiniert wird, damit der optimale Schutz auch kann gewährleistet werden. Sollte doch mal ein Zero-Day-Attack, das ist ein Problem, durchdringen und bis zum Zielsystem erfolgreich sein, wird in einer zweiten Phase mit Detection und Response dagegen vorgegangen. Zu diesem Zweck hat man in einem Data Lake die gesamten Log-Sourcen-Informationen angereichert zur Verfügung und kann mit dem Operations Center, mit der Threat Hunting-Funktion dagegen vorgehen. Beim Response-Teil vom Prozess, sprich beim Reparieren oder Eindämmen von einem Angriff, von einem Problem, ist SentinelOne sehr gut aufgestellt mit einem USP im Bereich von VSS Snapshot Rollback. Das heisst, ich habe auf jedem Gerät lokal die Möglichkeit, aus den Updates, aus den gespeicherten Systeminformationen, die betroffenen File original zurückzuspielen, ohne den gesamten Computer restauren. Zusätzlich gibt es auch die C-Cert und Forensic-Funktionen als Professional Service, wo man kann auch langwierige oder längerfristige Projekte durchführen kann. Der Recovery-Teil, sprich das Wiederherstellen von einer beschädigten Umgebung, wird typischerweise mit einem Professional Service Projekt gemacht, wo man nebst den Rollback-Funktionen kann schauen kann, wo sind manuelle Massnahmen in einem Projektmodus möglich oder nötig. Der Vorteil des Ökosystems ist definitiv auch in der Verfügbarkeit von einem modularen, granularen Portfolio mit Integration von Third-Party-Umgebungen. Im Zentrum steht dabei der Endpoint Protection Teil, also modernes Antivirus, wo die ganzen verfügbaren Betriebssysteme abdeckt, Clients, Servers, mobile Endgeräte und auch alle gängigen Cloud Workloads sind drin eingeschlossen. Eine Stärke ist definitiv auch das direkte Integrieren von Active Directory Schutz oder auch Vulnerability Management, wo man kann Schwachstellen detektieren und mit Handlungsempfehlungen versehen. Dieser Teil ist definitiv in der Attack Surface Kontrolle wichtig, weil unpatchte Software in einem Gegner Angriffsfläche bietet. Zu diesem Zweck hat man zuerst ein Asset Management Feature, wo man alle aktiven IP-Geräte auflisten und klassifizieren, gruppieren und mit einem risikobasierten Schwachstellenmanagement-Report in den internen IT-Units zielgerichtete Empfehlungen abgeben. Last but not least ist einer der zentralen Vorteile, dank einem Single GUI, Single Agent Ansatz, die sehr hohe Automatisierung, die man erreichen kann. Es ist also vorteilhaft, wenn man sehr automatisiert funktionieren kann, weil man natürlich zeitkritische
Massnahmen automatisiert auch in grosser Zahl kann am schnellsten durchführen. Die verfügbaren betrieblichen Funktionen vom Vigilance SOC, wo dann die Triage macht, wenn wir den Detection- und Response-Prozess auf Kundenseite führen müssen, ist das selbstverständlich voll integriert. Zum Schluss haben wir noch die Möglichkeit, ein Video zu schauen von einer Ransomware-Attacke, die wir euch in YouTube bereitgestellt haben. Hier geht es darum, dass wir die verschiedenen Varianten sehen, wie geht eine Ransomware-Attacke, wie geht die vonstatten, wie können wir dagegen reagieren, automatisiert oder auch mit manueller Investigation und Recovery-Massnahmen. Das wäre es auch schon gewesen von dem heutigen Ausblick auf die Sentinel-1-Ökosystem-Funktionen und ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.